saying, let's go and make up. I wanna be your lover. I don't want the games they play. It's not us, so we better stay. So gemütlich hier, ne? Guck mal, hier ist so ein Steg. Und dann habt ihr hier den ganzen See. Und hier sind zum Glück fast nie Menschen, das ist voll geil. Ja krass, hier fallen voll die Sachen ins Wasser. Ich glaube, ich werde von Eichhörnchen attackiert. Also Leute, ich wollte eigentlich einfach nur kurz ein kleines, ich weiß auch nicht, ein Update-Video machen sozusagen. Also ich habe mich jetzt, wie gesagt, hier einfach wieder hingesetzt. Ich sitze hier voll oft, höre voll gerne Musik und so. Und guckt euch mal die Blätter an. Das sieht aus, als ob wir bald wieder Herbst haben. Ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf, dass es wieder kalt ist, aber naja. Eigentlich ist es auch ganz cool, weil dann kann man sich wieder so gemütlich einpennern zu Hause. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch einfach nur mal ganz kurz erzählen, was jetzt eigentlich... Ich habe in allen, fast allen Wieler... Ey, was fällt denn hier von den Bäumen? Ich habe in den letzten Vlogs immer wieder gesagt, so ja, ich gehe zu dieser Schule und da wurde ich dann, hatte ich ein Gespräch und so. Aber ich habe euch irgendwie gar nicht erzählt, so ja, ey, was geht jetzt eigentlich ab? Also bis jetzt gerade steht noch nichts fest, aber es sieht so aus, als ob ich in Köln-Mühlheim auf eine Schule gehe und werde da sozusagen meine Ausbildung zu Kamera und Schnitt machen. Und das steht jetzt noch nicht hundertprozentig fest, aber es ist schon irgendwie klar. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich das beschreiben soll. Ich war halt da bei einem Gespräch an der Schule und war eigentlich echt cool. Also es hat mir echt viel, viel mehr gefallen als auf der anderen Rheinseite. Da war ich ja auch bei einem Gespräch an der Schule. Und Leute, da sind Menschen, ich weiß auch nicht, die Menschen haben mir nicht gefallen, ja. Und allgemein die Schule, nein, hat irgendwie nicht so ganz mit mir harmoniert. Auf jeden Fall, die in Mühlheim ist viel cooler. Und sind auf jeden Fall ganz andere Menschen vor allem rumgerannt. Also wie krass sich das so aufteilt irgendwie, ich weiß auch nicht, ist echt heftig. Und nur mal, um euch so aufzuklären, ja, weil ich habe immer wieder gesagt, so ey, ich mache das und das und da hatte ich ein Gespräch. Aber habe euch eigentlich nie zu Ende erklärt in den Vlogs, ey, was war denn jetzt mit dem Gespräch und wie geht's denn jetzt weiter? Also das würde ungefähr, also irgendwann im Oktober würde das anfangen und ja... Ich bin gespannt. Und im Oktober, Leute, steht übrigens auch noch eine neue Reise an. Und zwar fliege ich mit meiner Familie nach Teneriffa. Für eine Woche lang Teneriffa. Ich werde natürlich meine Kamera wieder mitnehmen. Ja, ich meine, Urlaubsvlogs, ja, das sind die besten sozusagen. Und deswegen werde ich da auf jeden Fall meine Kamera mitnehmen. Und da dürft ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Ich freue mich übertrieben und meine Eltern natürlich auch total. Ich weiß gar nicht, ich glaube aber, mein Bruder kommt diesmal nicht mit, leider. Ich bin mir aber jetzt nicht genau hundertprozentig sicher. Aber Leute, wie geht's euch denn so? Ich weiß auch nicht. Also, ich habe in letzter Zeit YouTube, habe ich irgendwie das Gefühl, ich versuche mich gerade so ein bisschen anders zu orientieren. Also, die Vlogs, klar, die mache ich immer noch und ich liebe Vlogs machen. Habe aber heute noch mit Domme darüber geredet und zwar bin ich einfach voll vom Thema Gaming weggegangen. Und das finde ich auch irgendwie gut so. Also in Livestreams und so natürlich immer Gaming, ja, das habe ich extra gemacht, dass ich nur in Livestreams Gaming produziere sozusagen, aber in, also Let's Plays und so, glaube ich, wird es nicht mehr so ganz geben auf meinem Kanal, weil das irgendwie einfach nicht mehr so meine Richtung ist. Ich spiele schon so lange Computerspiele, ja, ich zocke jeden Tag, ja, ich zocke wirklich jeden Tag, ich bin einfach total der kleine Nerd, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht mehr ganz auf meinen Channel passt, ich weiß auch nicht. Also ich wollte euch im Ganzen einfach nur mal ein bisschen aufklären, so ey, was geht eigentlich ab jetzt gerade? Ich weiß auch nicht. Und die einen oder anderen mögen die Quatschvideos, ja, die einen oder anderen mögen sie nicht. Ja, das ist ja immer so, die einen mögen das, die anderen dies. Und habe mich aber jetzt gerade einfach mal dazu entschlossen, keinen totalen Action-Vlog zu machen, weil bei mir auch gerade einfach nicht so die Action ist. Ich meine, wir haben Sonntag, ja, ich bin... Keine Ahnung, ich hatte irgendwie voll Lust, in den Wald zu gehen. Ich sitze hier auch total gerne, Leute, dieser See ist mega schön. Hier sind vor allem fast nie Menschen, ich habe hier immer komplett meine Ruhe. Sitze hier eigentlich immer mit Kopfhörern und habe jetzt gerade, normalerweise, warte, das kann ich euch zeigen, normalerweise
sitze ich da vorne. Da vorne, da sind so kleine Treppenstufen. Und da sitze ich normalerweise immer. Jetzt bin ich aber hier gerade einfach mal da, hier die Treppen lang und hier einmal komplett um den See rum durch dieses Gebüsch. Und hab dann diesen Ort hier gefunden, der hat mir irgendwie sofort zugesprochen, weil irgendwie der ist noch außerhalb, ja, weil da vorne, da sind öfters mal Menschen, weil genau daneben so ein Parkplatz ist. Und das hat mir gerade irgendwie zugesprochen, mich hier hinzusetzen, weil bin ich echt so wie in so einem, ich weiß auch nicht, so voll eingeschlossen. Da hier überall Bäume und dann da auch Bäume und da oben Bäume und hier nur so ein Steg, der echt am Arsch ist eigentlich schon. Ich kann übrigens nicht schwimmen. Ich erzähle das eigentlich fast niemandem, ne? Aber ich mache das jetzt einfach. Ich kann einfach nicht schwimmen. Also ich kann mich vielleicht gerade so halbwegs über Wasser halten, aber ich kann einfach eigentlich wirklich. Ich kann eigentlich fast null schwimmen. Kann man so sagen? Ich kann eigentlich fast null schwimmen. Das ist peinlich, oder? Nein, eigentlich nicht. Also ich mache mich selber immer darüber lustig, ja. Weiß auch nicht. Ist irgendwie so. Also ich werde mich jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen gemütlich hinsetzen, Leute. Werde das Wetter ein bisschen genießen, auch wenn es irgendwie wieder nach Regen aussieht. Die letzten Tage sind jetzt nicht so atemberaubend schön. Ich weiß auch nicht. Boah, Leute. Nur um diese Aufnahme zu machen, bin ich so weit gerannt. Ich bin einmal komplett den ganzen Weg außen rum gerannt bis dahin, weil ich ja alleine bin. Normalerweise macht ja irgendjemand anders dann die Aufnahme oder so, aber weil ich ja alleine bin, musste ich gerade einmal komplett außen rum rennen und meine Kamera hier stehen lassen, um genau diese Aufnahme zu machen. Leute, da hinten sind jetzt Menschen. Irgendwelche Menschen sitzen da jetzt. Wir gehen das. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang, an diesem Grundstück entlang. Ich habe keine Ahnung, ob ich da lang komme. Ich denke aber mal. Oh, da gibt es sogar noch einen Platz zum Chillen. Guckt hier. Hier da ist ein geheimnisvolles Grundstück. Sogar ein Grundstück. Hey Leute, was sind das hier für Wege? guck mal, wie eng das hier ist. Voll der schmale Pfad. Du Scheiße, ich hoffe, ich komme wieder zurück. Dornen. Ha, ich glaube, wir haben es geschafft. Tatsache, ich habe es geschafft, da rauszukommen. Also Leute, ich gehe jetzt mal nach Hause. Aber war total gemütlich. War mega gemütlich da. Ich liebe es, einfach im Wald zu sein. Es ist einfach so diese ganze Ruhe, diese Tiere, die man immer hört. Hier ist kein Weg mehr. Ich gehe einfach mal da durch. Also Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt alle auf euch auf. Verbreite lieben Frieden anderer aus der Welt. Ich muss jetzt mal versuchen, hier irgendwie nach Hause zu kommen. Passt alle gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, euer Yoshi. Ciao, Leute.